Jürgen ist gelernter Heizungs- und Sanitärinstallateur. Und dem ist ja bekanntlich nichts zu schwer. Dann wollen wir mal die Höhe für den anderen Träger nehmen. Dafür brauchen wir jetzt noch unseren Laser hier. Das ist ein Rotationslaser. Alter Schwede. Ja, Jürgen. Rotationslaser. Das könnte ich ja kaum aussprechen, das Wort. Rotationslaser heißt ein Laser, der sich dreht. Und der zeigt dir dann immer an, durch diesen Laserstrahl, wo rundherum die gleiche Höhe ist. Allerdings nicht visuell, sondern ausschließlich akustisch. Das wird sich später noch rächen. Während es bei Herrn Meier piept, wird Herr Ortmann in Oberhausen erstmal kräftig durchgeschüttelt. Mit einer Rüttelplatte. So, jetzt wird die ganze Packlage wird jetzt verdichtet. Damit es erstmal glatt ist, damit es aber auch verdichtet wird. Das heißt, damit dann auch keine Hohlräume mehr entstehen. Und damit es belastbar wird. Ja. Belastbar muss auch derjenige sein, der das Gerät bedient. Autsch. Ups. Oh. Wer mit der Rüttelplatte nicht umgehen kann, der setzt sie auch schon mal am Hintern. Der Hintern des ehemaligen Briefträgers müsste ja einiges gewohnt sein. Und noch ahnt Jürgen nicht, dass er sich selbigen bald abfrieren wird. Die Wasserwaage wird jetzt hier von Punkt zu Punkt gelegt, damit Nicole gleich, wenn sie den Kies reinmacht, ungefähr weiß, wie hoch das ist. Und dann war es das schon wieder. Köte, ruckzuck. Ne? Und hier nehmen wir das jetzt an. So ungefähr, guck, das war dann. Ja, muss noch eine ganze Menge drauf kommen, ne? Ja, kommt noch. Ist noch ein Stück, ja. Das ist aber nur eine antike Wasserwaage. Guck mal, ein Holz noch. Ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt. Kann ja nicht jeder mit Rollgerüst und Rotationslaser arbeiten. Dafür hat Nicole eine pinke Schubkarre. Was meinst du? Wie liegt der im Zeitplan? Ich glaube noch ganz gut. Aber das sagt wahrscheinlich jeder und morgen kriege ich Panik. Das kann auch passieren. Ich hoffe mal, dass es gut ist, doch? Also, jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Ja. Den letzten Schliff macht Jürgen. Er weiß auch, warum man nicht mehr auf Sand baut. Split nimmt man ja eigentlich wegen Ameisen. Ja, früher hat man alles in Sand gelegt, aber die Ameisen mögen Sand. Und dann war nach 2, 3, 5 Jahren, waren alle Sachen, die in Sand gelegt wurden, die sackten ab. Die Platten, die kibbelten, das Pflaster hatte Kuhlen und bei Split ist das anders, da gehen die Viecher nicht dran. Weg ist er, der alte Carport. Der Abriss hat Jürgen und Nicole gute 4 Stunden gekostet. Das Beseitigen des Schuttberges eine weitere. Der kommt jetzt auf den Reststoffhof. Und dann ist endlich Platz für Neues. So, jetzt können wir einen Haken dran machen. Abriss Carport. Fast fertig. Nicht zu voreilig, da fehlt noch was. So, der letzte. Sehr gut. Dann reicht's aber auch, ne? Meine Fresse da. Und jetzt? Wie geht's? Erschöpft, Jungs, wirklich erschöpft. Wirklich fertig, jetzt schon. Macht nix, sind ja nur noch gut 30 Stunden. In Oberhausen herrscht noch keine Erschöpfung, dafür Verwirrung. Thomas, was los? Irgendwie bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das richtig ist. Weil ich hatte nämlich, wenn ich so gemessen hätte, eigentlich hier oben sitzen müssen. Und jetzt würde der hier sitzen. Trotz Rotationslaser vermessen? Da habe ich so viele Striche schon auf der Wand, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche wofür sind. Kenn ich. Oh. Das können wir sein. Oder auf der rauen Wand, das ist ja auch schwierig überhaupt anzuzeichnen. Da müsste eigentlich Oberkante sein dann hier. Manchmal vertut man sich auch und verwechselt Ober- und Unterseite. Passt, passt. Ja, kann nicht immer alles ganz genau sein. Habe ich ja vorhin mal so ein bisschen gemessen, 2 cm. Ist aber kein Maß bei dem Dach, dann hätte man ein bisschen mehr Gefälle. Aber das passt schon. Ach, einfach mal drauf losbohren. Einer der Striche wird schon richtig sein. Welcher wird Thomas kurz vor Schluss noch merken? Die Winkel sind die Auflager für die Balken oder was hat er damit vor? Das ist nicht genug statisch, aber schauen wir mal. Vielleicht sind da nur die Auflager. Na, immerhin verteilt sich das Gewicht ja dann auf 2 Winkel. Müsste halten. Er will alles perfekt machen, kann aber dann auch wiederum sagen, ach, das geht schon dann irgendwie. Als nächstes werden wir jetzt in den Hauptbalken schon mal Löcher einbohren. 10er Löcher, auf die Länge verteilt, in gleichmäßigen Abstand. Ich weiß gar nicht, wie viele Schrauben haben wir hier. 10, 12, 14, 16 Stück. Also heißt, da kommen 16 Löcher rein. Und dann wird durch den Balken, wenn die erste Schraube sitzt, nach und nach alle anderen Schrauben mit befestigt, dass der dann sitzt. Wenn er denn gerade ist, so wie ich jetzt gerade gemacht habe. Und natürlich hat Thomas auch dafür ein spezielles Werkzeug parat.
Jetzt haben wir eine Schlagschnur. Eine Schlagschnur ist versteckt in diesem kleinen Gehäuse und in diesem Gehäuse ist Kreide drin. Und diese Schlagschnur wird an einem Punkt festgehalten, an den anderen Punkt festgehalten, richtig schön stramm. Und dann nimmt man die Schnur und pop, lässt sie so flitschen. Und schon hat man einen Strich durch die Kreide, die sich auf der Schnur befindet. Dann haben wir gesagt, 16 Schrauben haben wir, ne? Geh mal zählen, die mit den roten Dübeln, wie viele das sind. Die müssen wir jetzt hier gleichmäßig aufteilen. Geh mal zählen. Das ist auch geil. Könntest du auch sein. Ja. Aha. So, 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16. Das war jetzt aber schon eine Chefansage, oder? Doch, das ist ja. Das kenne ich. Einer muss ja den Hut aufhaben und den Taschenrechner in der Hand. Wozu überhaupt? Was für einen Abstand die Schrauben gemacht werden. Ne? Weil wir haben jetzt 16 Schrauben und haben jetzt hier 6,86 Meter, habe ich gesagt, ne? Zur Verfügung. Und dann müssen wir durch die 16 teilen, damit wir gleichmäßige Abstände haben. Falsch. Ihr habt 16 Schrauben und 15 Abstände. Deswegen musst du durch 15 teilen. Was der Profi weiß, schwant auch dem Heimwerker so langsam. Sind das überhaupt 16? Hast du mal gezählt? Nee. Pass auf. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Herr Meier. Na! Puh. Auch nicht schlimm. Er was? Mein Gott, ich habe den Taschenrechner, die Taschenrechner war das. Ich weiß das auch nicht, ich habe eingegeben, die Zahl. Ja, mein Gott, dann müssen wir noch eine Schraube danach reinmachen. Ist, glaube ich, kein Problem. Naja, das eine kann man ja wieder zumachen. Ist ja nicht schlimm. Oder noch eine Schraube kaufen. Wäre jetzt die sinnvollere Lösung. Merke, professionelles Gerät macht nicht automatisch den besseren Handwerker. In Bad Salzuflen wird wieder wirkungsvoll improvisiert. Geheimwaffe? Europaletten. Da wir ja das ja nur zu zweit machen dürfen, habe ich mir Paletten geholt und wir legen den Balken, Palette, Balken, Palette, Balken, Palette, Balken. Der Balken wird quasi immer wieder eine Palette höher gelegt. Wir brauchen dann eigentlich immer nur so ein Stück anheben. Und dann die Palette quasi drunter schieben. Und dann kommst du auf Höhe automatisch irgendwann. So stark sind wir nicht, dass wir den hochbekommen. Nee. Ich denke, wir müssen das wohl so machen. Die Idee ist cool, klar. Verlierst du Zeit mit, aber keine Kraft. Wie lang ist denn der Balken? 11,50 Meter. Und wie schwer? 90. Nee, mehr. Mehr? Der wiegt mehr. Also ich tippe mal 130. 130 Kilo. Jetzt, aber wenn man immer nur so ein End nimmt, wiegt ja gar nicht so viel. Oh, reicht. Wir jetzt ganz es reicht aber. Schon setzen, damit wir jetzt immer die Paletten wieder drunter schieben. Ich heb den Balken an und du schiebst die Palette drunter. Und schon nach einer weiteren halben Stunde ist der Balken auf Position. Ich find's umständlich. Ja, ist auch umständlich, klar. Aber ja. Wenn du schwere Lasten so hochkriegen willst, ne? Ja, ja, ohne gut. Kran, ohne alles, ne? Denn bei Schraubensägensiegen ist fremde Hilfe tabu. Das Team muss alles alleine stemmen. Ja, guck mal, der hebt den jedes Mal an. Also, mein Gut, brauchst auch nur eine, ist halt wie eine Wippe. Aber wieso kommt man ja auch hoch, ne, ans Ziel? Und dem Haken auf der Checkliste bei Grundgerüst ein kleines Stückchen näher. Das entsteht nämlich aus dem Balken an der Wand und Querbalken, die auf den alten Stützpfeilern aufliegen sollen. Nächster Fehler. So einen Balken sollte man auf den Boden bohren und nicht da oben. Scheiße. Das ist kein Fehler, das stimmt nicht, das kannst du da genauso gut machen. Manchmal weißt du ja gar nicht, wo du den Balken befestigen willst und dann bohrst du halt oben. Ah, das ist okay. Egal, gehen wir halt auf die Leiter. Jürgen auf der Leiter, Nicole am Boden. Zum Glück noch nicht zerstört. Das ist Teamarbeit. Der ist da oben am Boden, ja. Also das macht und die ja, steht da nicht rum oder genau. So, der pflastert dann da. Ja, sonst wirst du ja nicht fertig, ja. Ne? Muss schon laufen. Ne? Aber bevor Nicole sich noch verpflastert, wirft Jürgen lieber noch mal einen Blick auf ihr Werk. Guck mal, wenn du jetzt hier setzt, musst du immer kurz dran und dann an beiden Seiten einfach gleiten runterlassen. Ja. Wir haben auch beide den gleichen Friseur, glaube ich. Damit wir uns hier nicht vertun, setzen wir hier vielleicht ein kleines Brett. Weil wenn wir dann dagegen stoßen, verschiebt sich die Reihe. Dann haben wir nachher so. Wir gucken schon, ob wir einen passenden haben. Ja, können wir auch machen, natürlich. Guck mal hier. Ja. Sensationell. Das war jetzt aber mehr Glück als Verstand. Mit rasantem Tempo geht's in Oberhausen zur Sache. Langsam. Da hat er nicht solche Kurve schneiden, ne? Als wenn ich jemals die Kurve schneiden würde. Ja. Feierabend. Ja, feiern wir schön. Doch der rückt gerade in ganz weite Ferne.
Na, gucken, ob die Bauchstütze noch lange noch ist hier. Muss er dann was unterlegen. Habt ihr noch ein Loch? Oh, oh, ich glaube, die ist ein bisschen kurz. Komisch allerdings, dass nur eine der Stützen zu kurz ist. Problem ist jetzt, die Winkel sollten beide eigentlich auf gleicher Höhe sein. Wie man sieht, ist das leider nicht so. Irgendwo habe ich mich mit Sicherheit mit Unterkante oder Oberkante vertan, beim Messen gerade, bei dem Balken, dass der noch tiefer muss. Dann passt das natürlich auch wieder mit der Bauchstütze. Der eine Winkel ist Balkenunterkante, der andere Winkel ist Balkenoberkante. Menschlich. Menschlich, genau. Es macht ihn sehr sympathisch, dass er sich vertan hat. Wobei ich nicht gedacht hätte, dass er sich vertut. Ich auch nicht. Nein, der wirkt so organisiert und exakt. Hätte ich nicht gedacht. Muss ich noch mal eben ändern. Das heißt, müssen wir die Löcher da oben nachher mit Silikon zumachen. Ah, ist nicht so schlimm. Haben wir Zeit. Auf ein neues. Jetzt legt euch mal ins Zeug. Bis jetzt ist noch nichts abgehakt auf eurer Checkliste. Ah! Ja, Scheiße, ne? Jetzt ist er weg, die Schraube. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Immerhin tragen die Winkel nicht das ganze Gewicht des Carports. Doch selbst die beste Planung schützt nicht vor Fehlern. Das war jetzt auch nicht so gut, glaube ich. Mein Fehler. Was ist denn passiert? Nein, ich hätte gar nicht so weit reinschreiben dürfen. Ich brauchte eben Dübel ja nur bis da drin und dann müssen die ja geschraubt werden. Das sind ja keine Schlachtdübel. Mein Fehler, wie immer. Ein Mann gibt einen Fehler zu. Ist toll. Respekt. Ich finde ihn gut. Der kriegt einen Orden von mir. Toll. Ja, wo gebohrt wird, da fallen Späne. Und mit dem Zeitdruck steigt die Gefahr, Fehler zu machen. Die ersten 8 Stunden sind schon rum. So, fertig. Der sitzt. Super. Ach, guck mal, wer da kommt. Ah, hallo. Was ist denn hier Schönes? Die Tochter. Ja, schön, die freuen sich. Ja. Sehr schön sieht das schon aus. Ja, hallo. Die Enkelchen. Eine hübsche Tochter. Kannst du dich auch begrüßen? Familie ist immer das Wichtigste, ne? Da muss man auch schon mal 5 Grade lassen, ne? Familie ist auf jeden Fall das Wichtigste, ja. Ja, genau. Und was sagst du zum neuen Carport, Melissa? Ja, sehr gut. Ist das Auto trocken, Einkäufe mit den Kindern, ist praktisch. Ja. Schön. Statt Einkäufe rein, bringt Melissa jetzt erstmal Brötchen und Suppe raus. Einmal die Stärkung für euch. Ja, super. Ah, danke. Stell dich ganz schön hoch. Wir machen sofort. Was kriegen die denn da zu essen? Oh, lecker Süppchen. Ja, ihr macht das schon, ne? Ja, ich denke mal. Ihr schafft das. Ja. Haben wir vor. Ja. Denselben Plan hat die Konkurrenz in Bad Salzuflen. Und auch die schläft nicht, obwohl es schon langsam dunkel wird. So, jetzt müssen wir nur das Loch treffen, gell? Das ist jetzt die Kunst. Nicht gut. Der Dübel ist nicht rein, richtig. Ja, der Dübel musst du vorher in die Wand machen. Alles andere ist Quatsch. Ist der zu groß? Das wird ja auch lustig. Nee, ist ein 14er. Ja, ja. Wenn du ein 14er Bohrloch machst, für ein 14er Dübel mit einem alten Bohrer, ist das Bohrloch schon mal 13,8. Und dann macht der Dübel nicht. Bei einem 14er Dübel brauchst du einen 14er Bohrer und der muss neu sein. Also nochmal nachgebohrt. Und? Klappt's jetzt? Es geht nicht. Das Problem ist, weil vielleicht jetzt das Loch zu groß ist, aber das verstehe ich jetzt nicht. Eben ging der Dübel nicht rein und jetzt hat er nur Luft. Jetzt eiert er da rum. Na? Das ist einfach mit dem Dübel, also da nimmt man Spreizdübel oder Schwerlastanker. Das ist ein ganz normaler Dübel, der ist da nicht unbedingt der Richtige dafür. Das können natürlich auch die alten Steine sein. Dann raspeln die sich ab, die alten Steine. Stelle ich mir mal so vor, dann wird das Loch größer oder kleiner als gewollt. Ich würde da PU-Schaum reinhauen, bis das der quillt, dann den Dübel da reinstecken. Ja, das hält auch so. Ein Wille, da auch ein Weg. Notfalls mit 2 Dübeln in einem Bohrloch. Doppelt gemoppelt, hält schließlich besser. Oh ja. Jetzt zieht er. Ja. 2 Dübel sind besser als gar kein Dübel. Hat er recht? Recht hat er. Und Zeit verloren hat er.